In diesem Video schauen wir uns an, wie man einen Posteo-Account in EM-Client integriert. Dazu gehe ich hier oben aufs Menü und bei den Tools gehe ich in die Account-Einstellungen oder Konteneinstellungen. Hier kann ich jetzt meine E-Mail-Adresse eingeben und klicke auf Start Now. Jetzt werde ich nach dem Passwort gefragt. Das gebe ich ein und klicke auf Continue. Das lasse ich erstmal so, könnt ihr natürlich abändern. So, jetzt klicke ich hier auf Finish. Und spannend ist jetzt, ob ich auch Kalender und Kontakte bekommen habe. Und das funktioniert nämlich erfahrungsgemäß nicht. Dazu gehe ich jetzt wieder auf Menü, Tools und Accounts. Und da sehe ich auch hier, dass er nur die Mails übernommen hat. Da ich ja jetzt auch Kontakte und Kalender haben will, gehe ich hier auf Plus. Und hier kann ich dann unter Kalender gehen, klicke auf CalDAV, gehe auf Next. Und hier muss ich jetzt die URL eingeben. Nutzername und Passwort ist das gleiche wie vorhin. Habe ich das eingegeben, gehe ich wieder auf Next. Das lasse ich auch mal so und fertig. Er hat jetzt erkannt hier, dass ich Kalender und Kontakte habe. Also er hat jetzt sowohl CalDAV als auch CardDAV erkannt. Und an der Stelle bin ich jetzt fertig und habe jetzt hier meinen Standardkalender drin. Bei Kontakte sehe ich auch mein Posteo-Konto. Und das kann ich jetzt nochmal testen, ob das alles funktioniert hat, indem ich einfach einen Kontakt anlege. Das gleiche machen wir beim Kalender. Jetzt habe ich mich hier bei Posteo Online angemeldet, sehe hier meinen Testkontakt und wenn ich auf Kalender gehe, hoffe ich mal, dass ich entsprechend den Termin auch sehen kann. Den sehe ich hier, Testtermin ist angelegt. Das heißt, die Synchronisation funktioniert, Mails haben wir auch gesehen und damit habe ich das jetzt erfolgreich eingerichtet.